Der Balkan, wild und schön. Der Balkan, das sind ein Dutzend Länder, eigentlich ein halber Kontinent. Balkanreisen wecken immer noch Fernweh und Fantasie. Immer wieder die Schluchten, die Generationen von Dichtern berauscht haben. Wer meint, hier könne kein Mensch mehr wohnen, täuscht sich meist. Selbstgebackenes Brot, frisch gemachter Käse, hinterher vielleicht etwas schwarzgebranntes, Gastfreundschaft mitten auf dem Balkan. Für uns heißt Balkan ja immer noch Krisen, die für alle Überraschungen gut sind, die Wildheit. Ich will Sie heute zu einer kleinen Balkanreise mitnehmen, Ihnen ein paar Lieblingsplätze zeigen, denn Balkan, das heißt ja auch atemberaubende Landschaften und ihre Menschen. Und nicht zu vergessen, all die kleinen, überraschenden Geschichten. Unsere Reise startet in Kroatien. Das Velebit-Gebirge, plötzlich liegt es vor uns. Berge wie Wildwestlandschaften. Eine neue Autobahn, kaum Dörfer, noch weniger Menschen. Und das hat Gründe, wir werden sie sehen. Die karstigen Berge machen es den Menschen hier nicht leicht. Der Wind, die Sonne, das Unnahbare. Die meiste Zeit im Jahr wasserlose Schluchten, aber man kann die Gegend mögen. Dazu kommt, irgendwo meint man diese Canyons schon einmal gesehen zu haben und liegt nicht ganz falsch damit. Der Canyon bei Obrovac, nicht weit von Zadar, Kulisse für etliche Filme, besonders die sogenannten Karl-May-Filme aus den 1960er Jahren. Scharen von Fans verirren sich planmäßig hierher. Eine Infotafel hilft, die Erinnerungen meist aus Kindertagen aufzufrischen. Die Gegend um den Canyon war in den 90er Jahren Front, als hier Serben und Kroaten in Bunkern aufeinander lauerten. So makaber es klingt, der Landschaft hat es eher genützt. Sie blieb, wie sie ist. Auch dies war einmal eine Winnetou-Kulisse, aber diesen Leuten hier ist es egal. Schatten, Kühle, wenn draußen der Sommer brennt, auch spät noch im Herbst, genau richtig für die Freistilkletterer. Die glatten Felsen reflektieren einen wüsten Sprachenmix, aus allen möglichen Ländern kommen sie hierher. Was ist denn das da? Ein alter Kamerakran, Monsterscheinwerfer, die schon lange nicht mehr geleuchtet haben, und Gordana, die immer wieder vor allem deutsche Gäste informiert, warum das hier wichtig ist. Da oben müsste der Kameramann, müsste er jetzt eigentlich sitzen, da oben. Auf dem Sitz, auf dem verrosteten Assistent müsste da ganz außen sitzen. Nicht zu empfehlen. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist es nur als Ich glaube, das ist schon echt. In Starigrad steht ein eher unauffälliges Hotel, Jugo-Stil, später renoviert, nicht weit von der Kletterschlucht. Hier hatten die Crew und die Stars und jene, die es erst später werden sollten, gehaust. Hier hatten sie ihre Texte von Winnetou und Old Shatterhand gelernt. Die heute schwimmeligen Formeln von Ehre und der Treue und Blutsbrüderschaft, wie man sich damals im Westen, den Wilden Westen, so vorstellte. Ich muss ja das schreiben, ein sensationelles Museum. Notwendiges Museum, Erinnerung an die Kindheit, genau. Gordana Seitz war damals dabei, Winnetou und sie als Double für eine prominente Pseudo-Indianerin. Sie ist danach sogar noch zur richtigen Schauspielerin geworden. Einige wurden echte Stars. Genau, ja, da war er ja dann. Da war noch der Ölprinz. Ölprinz, Winnetou 1, genau. Hat er auch mal gespielt, aber jetzt kann er auch nicht. Nein. Nee. Aber ich meine, von der damaligen Zeit sind noch wenig übrig geblieben. Auch ich kenne das auch nur von den anderen, die das mitgespielt haben, damals kroatische oder andere Schauspieler. Ne? Sind ja gut, die sind lange her. Das sind sie heute und das waren sie damals. Ja. Sehr lustig war es dort. Ich kann nicht aus dem Wasser, war mir zu kalt und da habe ich diese Decke drüber.
Ich bekomme Briefe auch, Dankbriefe und was weiß ich. Bei mir an Facebook, dieser sogenannte Facebook, was jetzt so populär ist. Und da sind ja Winnetou-Clubs in ganz Europa sozusagen. Weiter nach Süden. Gleich neben der Autobahn das hier. Ein gepanzerter Roboter. Ferngesteuert wirbelt er die Erde durch. Später kommen dann die Leute mit den Metalldetektoren und durchsuchen den Boden. Lange suchen müssen sie nicht. Die roten Bänder zeigen das geklärte Gelände an. Meter für Meter, über 700 Quadratkilometer warten noch auf sie. Balkan, das Albtraumland. Das ganze schöne Land ist nämlich deshalb so schön und so schön leer, weil es seit bald 20 Jahren vermint ist. Schilder erinnern daran. Kein Mensch, kein Vieh sollte hier abseits der bisher geräumten Straßen gehen. Überall lauert eine tödliche Gefahr. Viele ignorieren es. Jedes Jahr gibt es folgenschwere Unfälle. Ich würde mir wünschen, dass die Natur so bleibt, wie sie ist, dass man nichts baut. Vielleicht ein wenig Landwirtschaft, aber mehr nicht. Und ich wünsche mir, dass es wild bleibt. Überall sonst wird alles zugebaut. Das unbebaut zu lassen, das wäre das Beste. Kroaten mögen es nicht so, wenn man sie mit dem Wort Balkan in Verbindung bringt. Mit den Balkankriegen in den 1990er Jahren auch nicht. Entkommen tut mir dieser jüngsten Geschichte aber nicht. Kurz vor Kolaschin in Montenegro. Montenegro, eines der kleinsten und schönsten Länder Europas. Und da sind sie wieder, die viel zitierten Schluchten des Balkan. Die Reiseprospekte schwärmen. Nirgendwo in Europa gäbe es auf so kleinem Raum so viele Canyons. Die Moratscha-Schlucht etwa, hunderte Meter tief, die Berge darüber wie ein Schutzwall. Die Abschleppfirmen dagegen wissen, dass hier viel passiert. Autoschlepp und jeder weiß, was gemeint ist. Beogradska Gora kommt in Sicht. Unser Ziel. Wer es schafft und entsprechend ausgerüstet ist, kann hier auch Auto fahren. Aber selbst mit dem Geländewagen der Nationalpark Ranger ist das kein Vergnügen. Die Stille hier oben wird unterbrochen, ein paar Motorräder kommen. Auf der Karte fanden sie leider nicht, wo sie hier gelandet sind. Es gibt noch einen anderen Nationalpark in Montenegro. Mile der Ranger hilft weiter. Sie kommen aus Tschechien in diese Traumlandschaft. Ein paar Wörter. Tschechisch ähneln dem Serbischen, was sie hier sprechen. Man verständigt sich irgendwie. Das Rätsel klärt sich schnell auf und sie genießen den schönen Zufall. Montenegro. Crna Gora auf Serbisch, schwarze Berge. Wir finden sie eher grün oder blau und vor allem rot. Sie nennen das Miholsko Leto, einen verlängerten Sommer. Der steinerne Fluss, etliche richtige Quellen, rotblühende Sträucher, soweit das Auge blickt. Indian Summer in Montenegro. Malo lijevo je Makedonija. Etwas weiter links wäre Mazedonien. Pravo ispred nas je dio Albanije. Vidite tamo brda, znači već jasno vidimo brda koja se nalaze u teritoriji Albanije. Znači ona zadnja tamo koja je. Die letzten Berge, die wir dort sehen, wären Albanien. Die schwarzen Berge dort. Jeste. Ovdje ispred nas su Berane, to je grad u Crnoj Gori. Und über diesen Berg dort wäre dann Serbien. Serbien. Okay. Wir treffen Momo, den Schäfer. 75 Jahre alt, den ganzen Sommer verbringt er auf der Alm. Allein schon wegen dieser Farben. Und Angst hat er sowieso nicht, die Bären, die Wölfe, nicht mit ihm. Ich habe heute noch keine Wölfe gesehen, aber viele von den anderen Schäfern klagen derzeit sehr über sie. Im Sommer hatte sie einmal eine Kuh verlaufen. Ein Wolf hatte sicher eine ganze Woche gut zu essen.
Ein Leben mit der Natur, das suchte auch Darko. Darko war schon Manager für alles Mögliche. Hier oben hat er sich einen Traum erfüllt. Einfache Hütten für ein paar Gäste, grüner Strom, solargewärmtes Wasser, Essen aus Eigenproduktion oder aus der Jagd. Hier ist er sein eigener Herr. Das Feuer brennt den ganzen Tag und vor allem in der Nacht. Sie wollen unerwünschten Besuch vermeiden. Wenn die Hunde in der Nacht bellen, dann sind Wölfe in der Nähe. Wenn es danach schnell intensiver wird und sie schnell aufhören, dann kommt der Bär. Gut zu wissen, aber wir sollen keine Angst haben. Der Bär kommt nur jede zweite, dritte Nacht. Bären und Wölfe gehören eben dazu. Am nächsten Morgen geht es weiter nach unten, nach Biogradska Gora. Bäume, 300-400 Jahre alt. Die alten Eisseen, die sie hier Bergauge nennen, einer der letzten drei Urwälder Europas. Eine Armspanne ungefähr 1,80, mindestens zweimal das Ganze, glaube ich, also 3,60, knapp 4 Meter. Ein Sprung an die Donau, das Eiserne Tor, eine der größten Flussdurchbrüche Europas. Hier ist Serbien, drüben schon Rumänien, Bulgarien, nicht mehr weit. Hier hat man das Gefühl, in der Mitte von allem zu sein. Berge und Schluchten gleiten vorbei. Ein schönes Gefühl, das auf den zahlreichen Kreuzfahrtschiffen vermittelt wird. Bei Kladovo hat man vor Jahrzehnten die Donau aufgestaut. Freie Fahrt und elektrischer Strom, das war in den sozialistischen und kommunistischen Zeiten absolute Priorität. Donau hin, Schönheit her. Das kleine Kloster hat noch Glück gehabt, ganze Dörfer wurden aufgegeben, ein Fall für die Taufe. Ein paar Meter weiter wird es spannend. Jeden Sommer wieder, wenn der Pegel bei Hitze sinkt, dann kommen sie, die Geisterschiffe. Mitten im Strom, versunken am Ende des Zweiten Weltkrieges, liegt der Rest der sogenannten deutschen Schwarzmeerflotte. Das war ein Lazarettschiff. Vom Schwarzen Meer kamen angeblich 240 Schiffe, hier sind 150 angekommen. Man sieht sie gleich, auch ganz ohne Taucherausrüstung. Es haben sich drumherum Sandbänke und Riffe gebildet. Die Fischer von Prachovo wissen es zu schätzen. Die dicksten Fänge haben sie an den deutschen Wracks. Die Fischer kennen sich aus, auch historisch. Immer wieder kamen Forscher und schauten sich die Wracks an. Und sie kennen die Geschichten der Leute im Dorf, die mitgenommen hatten, was nur ging. Alles, was man auf dem Rückzug vor den Russen in Sicherheit bringen wollte, war an Bord, auch Tausende von Verletzten. Dann ging nichts mehr 1945. Die Russen rückten weiter vor und die Deutschen sprengten all ihre Schiffe. Taucher wollen noch restlichen Sprengstoff gefunden haben. Das sind aber nicht alle Gefahren. Drüben, das Tanklager, hatte die NATO 1999 im Kosovo-Krieg mit Serbien bombardiert. Nicht alle Bomben explodierten, auch sie liegen noch am Grund. Jetzt gibt es ein Projekt der EU, Serbiens und Deutschlands Bomben zu entschärfen. 6 Bomben sind noch scharf und liegen im Wasser. Im Wasser ist alles markiert dafür. Alles eine Frage von Geld und Zeit und guten Nerven. Balkan eben. Mazedonien, die südlichste der ehemals jugoslawischen Republiken, damals schon ein Armenhaus, heute auch noch Skopje, die Hauptstadt. Erstaunlich viele Relikte aus der Zeit der türkischen Herrschaft, die aber auch die Zivilisation brachte. Die Bäder, die Wasserversorgung, die Brücken, die Märkte und die Moscheen natürlich. Den Basar beherrschen die Muslime, die Neustadt drüben, die christlichen Mazedonier. Es ist wie damals, sagen manche. Mazedonien ist immer noch ein bisschen Vielvölkerstaat. Sie leben miteinander, weil sie es müssen. Immer noch sind sie einander nicht grün. Die slawischen Mazedonier, die Albaner und all die anderen Minderheiten.
aber es ist Friede. Im Zweifel gilt wieder die alte Lebenslüge Nema Problema, keine Probleme. Jahrzehnte hat sie alles und nichts erklärt, aber immer für einen balkanischen Spielraum gesorgt. Er ist auch so ein Stück Jugo-Nostalgie. Der fast schon vergessene Tito, Jugoslawiens längst untergegangene nationale Legende, hier wird das Andenken noch gepflegt. Vergilbt oder frisch in Kupfer getrieben, Tito war ja auch ein Klempner, das wird sein Vorbild bleiben für alle Zeiten. Darauf einen Slivovitz, es gibt die Kessel in klein und groß. 100 Liter, fast dieser. Die Frage nach dem Tagesbedarf stelle ich lieber nicht, ist selber Brennen überhaupt erlaubt? Bei uns ist das erlaubt, glaube ich. Kein Problem. Außerdem haben wir doch jetzt eine Demokratie, oder? Hufeisen von der Stange. Keine Nostalgievorführung. Große Teile der mazedonischen Transporte werden mit Pferd oder Esel erledigt. Und dazu braucht man eben Hufe. Am Bazar bekommt man wunderbare Beispiele für die in Jahrhunderten der Not geübte Improvisationskunst. Schade nur, dass nicht alles ins Handgepäck passt. Der Markt ist ein Gedicht und eine Farborgie für unseren Kameramann. Beim Paprika bleiben wir aber alle hängen, feurig in allen möglichen Abstufungen. Wer sich traut, darf testen. Das ist Vegeta, das Maggi des Balkan, überall das Gleiche. Sie meint, die Peperoni reichten höchstens für eine Woche. Ich glaube, für mindestens ein Jahr. Einmal die Natur atmen. Krieg, Frieden, egal. Hauptsache Matka. 30 Kilometer vor der mazedonischen Hauptstadt Skopje. Matka ist so ein Platz, in dem man sich irgendwann einmal verliebt hat. Der Fluss, die Schlucht, der See, die Abgeschiedenheit, die Kirche. Die Paare, die hierher kommen zum Heiraten. Die Paare, die erst welche werden wollen. Der weiße Anzug ist Programm und Notwendigkeit zugleich. Feroz Mustafov, genannt König Feroz Mustafov, muss wieder auf eine Hochzeit. Er ist der Musiker, wenn es um stylische Hochzeitsfeiern geht, jedenfalls hier in Mazedonien, und wir dürfen mit. Mit 17 studierte er die klassischen Instrumente der Roma-Musik, Klarinette und Geige, schmiss aber hin, als er ein Saxophon in die Hand bekam. Gut verpackt ist es im Alukoffer. Eine Hochzeit in einem der feineren und größeren Lokale in der Hauptstadt Skopje. Sie leisten sich das. Die Familie der Braut ist wer in der Stadt. Gewerbeaufsicht oder so. Da kennt man viele Geschäftspartner, da zeigt man, dass man Geld hat. Sie leisten sich die 200 Gäste und sie leisten sich diese Musik. Sie haben Feroz eingeflogen, weil er einer der bedeutendsten Roma-Musiker des Balkan ist, schlechthin. Feroz hat diese traditionelle Musik wiederbelebt. Das ist wichtig in Mazedonien, wo die Roma-Minderheit 3% der Mazedonier umfasst. Woher kommt denn die Musik? Das ist doch nicht speziell mazedonisch, oder? In Mazedonien hören wir alle Arten von Musik, weil es keine politischen Musiken gibt. Musik bleibt Musik. Die Probleme sind vergessen, aber nicht die Musik, weil die Musik in Serbien, in Bosnien sich gleicht. Musik steht über allem, Musik kennt keine Grenzen. Nema Problema eben. Wir wollen es zu gerne glauben. Beim nächsten Konflikt wird man sich daran erinnern. Das ist Albaniens Nationalstraße Nummer 25. Alle 10 Meter wechselt der ohnehin zerschlissene Asphalt mit Schotterpiste, gespickt mit den Jahrzehnten des Niedergangs eingefahrenen Schlaglöchern.
Schnell geht hier gar nichts. Bald ist die Straße ganz zu Ende. Erster Gang, Schneckentempo und das an diesem Morgen, wo auf uns die Fähre wartet. Wir hoffen auf balkanische Unpünktlichkeit, was nicht sehr höflich ist. Wir sollen aber Glück haben. Der Stausee von Komani. Eine Kuh musste noch vom Bord geladen werden. Der Andrang ist groß. Morgens um 9 geht es den See hinauf, am nächsten Morgen in umgekehrter Richtung. Die Fähre ist ein besonderes Ding. Einen alten Reisebus der Länge nach durchschneiden, auf einen alten Ponton schweißen und schon hat man ein Fährschiff. Natürlich ist es unfair, nach so etwas wie dem TÜV zu fragen. Aber das Ding tut seinen Dienst und sie haben auch gar keine andere Wahl und die Sonne scheint und das genügt. Die Schluchten des Balkan mal wieder. Jeder andere Kommentar überflüssig. Nur ein kurzes Signal, kein Fahrplan, aber jeder, der es braucht, weiß Bescheid. Eine Lebensader für ungezählte Dörfer, irgendwo oben in den albanischen Bergen. Wahrscheinlich sind sie Stunden unterwegs mit den Kabeln und dem Zucker und mit den Strandlatschen über die Felsen. Auch wenn man wieder etwas weiter entfernt ist von den Haltepunkten, ihre Dörfer sieht man kaum. Apripeguri ist einer dieser Plätze. Nicht auf jeder Karte zu finden und warum auch? Rund 30 Häuser, etwa 200 Menschen leben hier oben wie auf einer Insel, fast vergessen vom Rest der Welt. Marc de Despendi ist 70 Jahre alt, Oberhaupt einer Familie mit 11 Kindern. Ohne Voranmeldung werden wir wie alte Freunde empfangen. Endlich mal jemand, der sehen will, wie man so überhaupt leben kann. Also wie ich gesagt habe, solange es keine Autostraße gibt, dann müssen wir alles mit der Hand machen und arbeiten wir wie die Lasttiere. Das Haus wird mal wieder zu klein. Jeden einzelnen Stein produzieren sie selber. Kein Baumarkt, alles eher allein. In 2 Monaten haben sie eine Etage fertig, immerhin. Sie reden nicht von Armut. Sie haben eigentlich alles, manchmal sogar Bargeld, auch Computer und Internet. Aber es ist ein Leben an der Grenze. Der andere Stolz ist Sohn Vogo, das heißt der Kleine. Stolz deshalb, weil er als Gastarbeiter in Italien Geld in die Familie brachte. Dann kam die Krise und Vogo kam zurück in die Berge. Hier wohnt mein Bruder mit seiner Frau und den 5 Kindern, zu siebt also in diesem einen Raum. Hier essen sie, hier schlafen sie, ihr Haus ist das hier. Das kann man doch nur abreißen und neu machen. Hier drin hausen Millionen von Mäusen. Da ist ein Zwischenboden, da haben sich nämlich auch ein Haus gebaut, machen nachts einen Höllenlärm. Nun sind sie auch noch abgeschnitten. Aber sie sind Bauern, was sonst. Die Gegend ist fruchtbar, wenigstens im Sommer, im Winter lasten auf ihnen 2 Meter Schnee. Dann leben sie von den Vorräten. Geld haben sie kaum, brauchen sie auch kaum, vielleicht für die Stromrechnung. Dann werden eben die getrockneten Bohnen versilbert, der Mais, vielleicht eine Ziege oder die Kuh. Und dann ist da eben die Sache mit dem Auto. Das war gut, als es noch die Autofähre gab. Jetzt ist diese pleite, fährt nicht mehr. Auf der anderen Flussseite bauen sie eine Straße, Brücken sind nicht geplant. Die anderen hatten falsch gewählt. Das Geld geht woanders hin. Wie eine gigantische Sperre liegen die Berge zwischen dem Süden und Norden Bulgariens, das Balkangebirge. An ganz wenigen Stellen brechen Flüsse durch die Felsen, bilden Schluchten, oft hunderte Meter tief,
heute noch kaum zugänglich. Atemberaubende Straßen und Zugtrassen mühen sich hindurch. Für die nächste Etappe haben wir den Zug genommen. Das muss einfach sein, denn die Bahn durchbricht das Gebirge, das der ganzen Region den Namen gegeben hat. Das Balkangebirge, Balkanexpress sozusagen. 1,5 Stunden braucht der Zug für die 60 Kilometer von der Hauptstadt bis etwa nach Lakatnik. Die Schilder in Bulgarisch und Französisch, Erinnerungen an die Zeit, als Eisenbahnfahren etwas für bessere Leute war. Bulgarien ist in der EU, aber weit von ihren sozialen Standards entfernt. Bulgarien ist Europas ärmste Gegend und man sieht es. Ich bin Rentner, aber auf hohem Niveau. Ich bekomme rund 100 Euro. Ich habe ja vorher als Gärtner gearbeitet. Das waren noch Zeiten, die Jahre des Niedergangs, der kommunistischen Misswirtschaft. Sie werden heute sichtbar, genauso die Reformen und ihre Verlierer. Menschen, die trotzdem nicht aufgeben. Wie das Leben ist gut. Jedenfalls für die Älteren wie mich. Und für die Jüngeren, die sind alle weg. Entweder nach Sofia oder gleich ganz ins Ausland. Die Züge wurden vor Jahrzehnten schon von der Deutschen Bahn ausgemustert. Jetzt fahren sie in Bulgarien noch ein Gnadenbrot ein. Willkommen im Stara Planina, das alte Gebirge, wie sie in Bulgarien sagen. Der Rest der Welt nennt die Stara Planina Balkan. Die Pferde genießen es. Viele Grundstücke haben keinen Besitzer oder er kümmert sich auch nicht darum, baut deshalb auch keine Zaunlandschaften, also Freiheit für Pferde und Reiter. Im Sattel durch die Schluchten des Balkan, und zwar ganz wörtlich, da ist es noch einmal das Motiv des seligen Karl May, der nie hier war, aber sich immer ganz tief hierher geträumt hatte. Heute kann man die Träume einfacher verwirklichen. Reiterferien bei Etropole, und bezahlbar ist es auch noch. Das Dreiheiligenkloster von Etropole, uralt, zum Teil renoviert, wer will, kann hier übernachten. In Etropole haben sie eine Zelle hergerichtet als Museum. Aufständische gegen die jahrhundertelange Türkenherrschaft hatten sich hier versteckt. Zwei Klosterschwestern sollen hier heute die Stellung halten, wir sehen sie nicht. Wir haben leider nicht die Zeit, die die anderen zu haben scheinen, grenzenlos. Auch das hier ist eine Art Museum, aber doch auch Zeitmaschine rückwärts. Die Wassermühle, die den Mais malt, die Selbstversorgung, die wieder in ist, wo blanke Not andere dazu zwingt. Der Alltag auf dem Balkan. Was wir archaisch oder putzig finden, ist meist der Zwang, sich irgendwie über Wasser zu halten. Und dennoch wissen sie zu leben. Und zwar nicht schlecht. Ein vegetarisches Gelage wartet auf uns. Und die Chefin erklärt, was sie bereitet hat. Alles Bio, alles selber gemacht. Ihr werdet Folgendes bekommen. Salat aus eigenem Gemüse, gebackene Zucchini mit Knoblauch und Dill, gefüllte Weinblätter, panierte Paprika mit Tomatensauce, dazu gegrilltes Gemüse. Abschied von Bulgarien, Abschied vom Balkan.